Wir merken ja im Moment, dass auch die Regierung also ein bisschen auf Zeit spielt. Also die sind den Bauern ein bisschen entgegengekommen, sind dann allerdings sehr dreist gewesen, indem sie jetzt vor 2 Tagen tatsächlich diese Abschaffung der Steuervergünstigungen da durchs Parlament gejagt haben. Aber wir sehen, das brodelt. Und das Ganze ist natürlich nicht so, dass der Bauernverband jetzt an der Spitze der nächsten Revolution steht, sondern der Bauernverband versucht eigentlich, diese ganzen Proteste irgendwie einzugrenzen und das Ganze in Schach zu halten. Du würdest, wenn ich dich jetzt mal richtig interpretieren darf, davon ausgehen, dass der Plan ist, die Landwirtschaft zu verringern, ähnlich wie viele andere Branchen vernichtet werden.